Hey Freunde, was geht? Momo hier. Willkommen zu einem weiteren Video von mir und der ein oder andere verfolgt mich auf Instagram und hat von der ganzen Sache vielleicht schon mit Wind bekommen. Und ich bin gerade dabei umzuziehen. Ich habe mir vorgenommen, Gewerbefläche anzumieten. Das letzte Jahr lief mit der Selbstständigkeit ziemlich gut und deswegen habe ich mich entschlossen, mal zu versuchen, das Ganze zu riskieren und mir Gewerbefläche zu suchen. Ich wäre auch ziemlich blöd, wenn ich das jetzt hier nicht gemacht hätte. Da hatte ich auch ordentlich Glück, hier so eine Art Coworking Space gefunden zu haben. Und hier habe ich zwei Räume. Eins von den beiden, das seht ihr hier. Und das wird quasi das YouTube-Zimmer. Und hier werde ich auch den ein oder anderen Kunden abarbeiten. Hier kommt nämlich noch eine Hohlkohle hin. Das sieht jetzt ziemlich leer aus hier alles. Aber hier kommt auch noch ein Tisch hin. Und hier lagere ich dann meine Sachen und werde hier vor allem so Tabletop-Sachen machen, also von oben herab dann quasi Produkte euch vorstellen, aber auch eine coole Leinwand hier installieren, um euch dann coole Shots von Produkten zu machen. Und ja, wie gesagt, das ist Raum 1. Wir gehen direkt mal in Raum 2 über. Und das Coole hierbei ist, dass ich hier auch vor allem dann hier im zweiten Raum so einen ganz anderen Look habe. Also das ist hier viel repräsentativer. Den Boden habe ich hier gemacht, so einen coolen Beton-Estrich. Das sieht schon ziemlich nice aus. Wurde frisch gegossen hier. Und ihr habt hier vielleicht schon gesehen, hier kommt eine kleine Sitzecke hin. Das finde ich echt mega nice. Dann habe ich hier die Möglichkeit, mit Kunden so ein bisschen gemütlich zu sitzen und zu schnacken. Und arbeiten werde ich dann vor allem hier an der Wand. Hier werde ich zwei Stehtische installieren, also automatische Tische, die man hoch und runter fahren kann. Da habe ich im Internet eine Firma gefunden, die ganz cool ist. Autonomous.ai hießen die. Die haben mir von der Preis-Leistung sehr gut gefallen und da breche ich mir keinen Zahn aus, wenn ich mir die jetzt hole. Es gibt nämlich ziemlich teure auf dem Markt und da muss ich so ein bisschen gucken, dass ich die Kosten hier alle noch im Griff halte, weil ich bin ja noch am Anfang und will mich da jetzt nicht zu vergaloppieren. Deswegen ist es hier auch vor allem ein Work in Progress. Das wird mit der Zeit besser. Ich denke mal, dass ich hier für die nächsten 2-3 Jahre sein werde. Vielleicht auch früher dann was anderes finde. Wer weiß, wie die Zukunft aussieht. Ich hoffe, dass das alles funktioniert und dass ich dann auch gut und stetig wachse. Ich will euch hier einfach trotzdem mal weiter zeigen. Hier so ein kleiner Eindruck vom Büro. Es geht hier aber noch weiter. Ihr seht hier die Stufen. Da kann man hier einmal hoch und ist hier in so einem kleinen Eingangsbereich. Hier kommt eine Küche hin, so eine kleine Küchenzeile, damit ich hier auch nicht verhungere. Aber das Coole hier an dem Büro ist, dass ich meinen eigenen Eingangsbereich habe. Das heißt, wenn ich von hier oben runterkomme, das führt hier, die Tür führt zum Hinterhof, habe ich meinen eigenen Eingangsbereich. Richtig cool, kommt man hier runter, hat hier durch diese kleine Aussparung in der Wand so einen kleinen Blick in das weitere Büro und sieht so die Sitzecke. Verdeckt wird dann hier vor allem der Arbeitsbereich sein, an dem ich arbeiten werde. Und ja, ich finde es halt mega cool. Ich bin gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Aber ja, ich mache es Stück für Stück und vor allem kleine Brötchen backen. Das ist so mein Motto. Und ich hoffe, dass das alles so klappt und da bin ich eigentlich schon ziemlich zuversichtlich, dass es gut wird und auch für YouTube wird es auf jeden Fall ein Jump nach oben, da wird es ja ein Studio geben an der Seite. Da werde ich vor allem mit euch coole Produkte in 2020 teilen und euch zeigen. Ihr könnt mir in die Kommentare aber gerne mal auch schreiben, was ihr so auf dem Kanal sehen möchtet, welche Produkte ihr so im Auge habt, welche Marken denkt ihr werden so ein bisschen durchstarten in der kommenden Dekade. Was wird wichtig in Sachen technisch? Smart Home ist ja immer größer geworden. Was denkt ihr da, was kommen da noch für Entwicklungen auf uns zu? Und ich werde hier so ein bisschen weitermachen. Ich habe noch lange nicht fertig. Die Flasche ist noch lange nicht voll und ihr seht, es muss noch einiges passieren. Ich muss mich auch noch um Internet kümmern und das Step by Step. Ich werde euch vielleicht hier und da mal immer mal wieder mitnehmen, um euch hier quasi das Büro zu zeigen und
Das war es dann erstmal, so ein kleines Lebenszeichen wieder von mir. Es gab ja um die Jahreswende nicht viel von mir face to face, weil ich halt auch noch viel zu tun hatte. Ich hatte auch noch zwei Projekte, die ich zu Ende führen muss. Eins, das ich dann noch in das neue Jahr mitnehmen musste, weil ich es nicht fertig gekriegt habe. Aber das ist ganz entspannt. Das machen wir jetzt hier und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video und bis dahin. Ciao.